Bevor ihr alle verschwindet, jetzt kommt der zweitwichtigste Part nach der Rede gerade von Nina, denn jetzt geht es um die Verabschiedung. Ihr habt es auch gleich geschafft. Das klingt immer so negativ, aber die Wahrheit ist, es ist ja auch ein echt langer Tag, wenn man hier die ganze Zeit mit dabei ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir gemeinsam das zweite People in Culture Festival jetzt beschließen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch vielen Dank an alle Teilnehmerinnen zu Hause, in der Badewanne, also wo man halt so den Stream laufen lässt. Schön, dass ihr alle dabei wart, aber vor allen Dingen schön, dass ihr den Weg hier ins Kolosseum gefunden habt. Die zweite Ausgabe war nochmal prächtiger, größer, bunter, mit vielfältigeren Themen, und genau das wollten wir auch erreichen, dass wir wirklich eine riesig große Auswahl für ganz viele Themenstränge haben, die uns alle beschäftigen mit dem Thema New Work, Leadership und all das, was ihr heute gehört habt. Also großartig, ein großer Applaus jetzt mal an euch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und wo ich gerade bei den Dankessagungen bin, ganz wichtige Dankessagungen gehen natürlich vor allen Dingen auch an unseren Förderer für diese Veranstaltungen. Das ist die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Dankeschön an die Senatorin Franziska Giffey und ihr Staatssekretär Michael Biel, die sich hier sehr stark gemacht haben. Aber vor allen Dingen auch Tanja Mühlhans und Nadja Klarus. Ich habe es heute eingangs schon gesagt, das sind die Menschen, die tatsächlich dafür sorgen, dass wir dieses Event auf die Beine stellen können. Also wirklich, wirklich großes Dankeschön nochmal an die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Dafür bitte auch nochmal einen Applaus. Auch diese heiligen Hallen haben wahrscheinlich einige von euch heute das erste Mal gesehen. Letztes Jahr durften wir hier noch drin stattfinden, wussten eigentlich, dass dieses Gebäude einer anderen Nutzung zugeführt werden soll. Jetzt ist es wieder teileröffnet, es ist also auch wieder ein Kino. Insofern kommt auch gerne wieder, wenn ihr Lust habt, wieder dabei zu sein. Großes Dankeschön nochmal an Lillemor, die uns dieses Kino zur Verfügung gestellt hat oder diesen großen Komplex hier. Es ist wirklich fantastisch. Und natürlich danke an alle Workshopleiterinnen, alle SprecherInnen, an alle Moderatorinnen, an alle Fotografen. Wir hatten so viele Fotografen diesmal. Ich glaube, einer begibt sich gerade raus. Dominik Butzmann, danke für deine tollen Bilder, aber auch alle anderen, die da waren, ganz großartig. Und natürlich alle fleißigen Helferinnen und Helfer, alle Hands, die hier vor Ort waren. Es war wirklich also wunderbar zu sehen, wie das alles Hand in Hand ging. Es war wirklich eine Ausnahmesituation für uns auch gewesen. 2000 Minuten Programm, 75 SprecherInnen, etliche Aussteller, wir sind also wirklich sehr zufrieden. Aber jetzt kommt das aller Wichtigste. Das größte Dankeschön geht natürlich an mein Medianet-Team, denn ohne das Team wäre so eine Veranstaltung überhaupt nicht möglich. Ihr könnt euch vorstellen, dass 5 Bühnen zu kuratieren, dass so eine große Location zu bespielen, das sieht immer alles so einfach aus. Ich dachte heute zwischendrin so, es kann nicht wahr sein, wir arbeiten monatelang so intensiv daran. Es wirkt immer alles so leicht und flockig und so, dann ist es ein Tag und dann ist es vorbei. Aber dieses Team hat wirklich Außerordentliches geleistet, und dieses Team möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Also deswegen bitte ich alle auf die Bühne, die zum Team Medianet, zum Team People and Culture Festival gehören. Ich sehe, es sind noch nicht alle da, aber ich hoffe, es kommen, oder doch, da hinten, die haben sich da hinten alle versteckt. Also ich würde jetzt gerne mal Jeremy Hoffmann, Anna Regidor, Candy Klaas-Würz, ja, genau, mitten im Applaus, Madeleine Schrader, Sabrina Mante, Alexander Fuchs, Stella Dehne, Rebecca Deppe, Florian Masu, Drita Straßburger, Jasmin Meyer, Anna Autenrieb, Anna Busse und Oliver Lankowski, herzlichen Dank für eure unglaubliche Arbeit, die ihr gemacht habt. Dankeschön. Das ist der Projektleiter vom People and Culture Festival, Jeremy. Anna, unsere Kuratorin, großes Dankeschön an dich. Wunderbar, ganz toll. Alex, Dankeschön für die Kommunikation. Vielen lieben Dank, Anne. Danke, Rita. Großartig, Sabrina, wir haben es geschafft. Oliver, vielen lieben Dank. Rebecca, oh mein Gott, ihr seid viele. Jasmin, so schön. Und wenn ihr mal nach vorne guckt, da auf die Stühle, danke, Stella. Vielen lieben Dank. Kenny, und ihr müsst mal ein bisschen hier aus der Pflanze raus. Jetzt, das ist eigentlich Jeremys Part, sich hinter der Pflanze zu verstecken. Das ist das gesamte Team. Der Applaus gilt jetzt euch. Hier nur mal kurz drücken. Bitte schön. Also wirklich außerordentlich. Es ist, bedarf wirklich, wie bei Kindern, da braucht man ein ganzes Dorf, um das Kind großzuziehen. Und beim People and Culture Festival braucht man auch ein ganzes Dorf, um es auf die Bühne zu bringen. Also ohne dieses Team wäre dieses People Culture Festival nicht möglich. Also tausend Dank, eure Geschenke stehen da unten. Wir wollten euch die nicht jetzt in die Hand drücken. Sieht auch schön aus für die Fotos. Und ich würde apropos Fotos gerne noch mal einen der Fotografen bitten, Daniel vielleicht auch noch mal ein schönes Teamfoto zu machen. Vielleicht können wir ein bisschen zusammenrücken, genau so.
Kann ich alles hier, Sané. Kann ja auch in mehreren Reihen. Komm, komm, ruhig nach vorne. Kann auch so zwei Reihen machen oder so. Das ist ja, genau. Das Culture Festival 2023. Danke an alle, die da waren.